weil es gibt schon mega viele Marken, mega viele Produkte da draußen. Und das Wichtigste ist einfach, dass man irgendwie Vertrauen aufbaut. Freunde, heute ist unser Highlight des Tages am Start. Medi ist da. Herzlich willkommen. Wir machen jetzt nämlich eine Session zum Thema YouTube. Und ich bin gespannt, was Medi uns verraten wird. Ja. Aus der großen YouTube-Trickkiste. Genau, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und wir werden uns heute ein bisschen YouTube-Formate anschauen, wie man Videos optimieren kann, technisch, inhaltlich und was man halt so als YouTuber alles beachten sollte. Let's go. Ich bin Medi, ich bin 28 und komme aus Berlin und ich habe ursprünglich Kommunikationsdesign studiert und bin Yogalehrerin und arbeite jetzt mittlerweile Vollzeit als YouTuberin und Instagramerin, beziehungsweise sagt man ja so schön Influencer. Ob man das Wort jetzt toll oder nicht toll findet, ja, soll ja selber entscheiden. Letztens hat jemand Sinnfluencer gesagt, das fand ich eigentlich ganz schön, auch bei meinem Thema, weil ich mich halt einfach stark auf die Themen Yoga, Achtsamkeit, Ernährung, Fitness und eben gesunder Lifestyle konzentriere. Ich möchte jedem Menschen, vor allem jungen Menschen, Yoga kostenlos zugänglich machen. Jedem Menschen, so, vor allem den Leuten in meinem Alter, weil ich wusste, okay, in Anfang 20ern oder generell eher jüngere Leute, die sehen halt Yoga einfach ein bisschen anders, als ich es sehe, und ich wollte den Leuten einfach diese große Bandbreite zeigen. Dass ihr euch die Frage stellt, worin bin ich wirklich gut? Was ist meine Leidenschaft? Und was bringt mich zum Strahlen? Also, worüber kann ich reden? Und ich bin voll Feuer und Flamme dafür. Was ist eigentlich mein Thema? Ich finde, das sind die wichtigsten Fragen, die man sich halt stellt, bevor man rausgeht. So. Was ist denn meine Sache? Ja? Und ihr könnt euch zum Beispiel einfach mal hinsetzen, ein leeres Blatt Papier nehmen, Stift und 30 Videoideen aufschreiben. Einfach mal hinsetzen und einfach mal aufzuschreiben. 40, 50, mal gucken, was kommt. Wirklich erstmal alles rauslassen, alles, was kommt. Das finde ich super wichtig, dass erstmal diese ganzen Ideen, die vielleicht auch noch hier hinten irgendwo in euch stecken, dass die erstmal rauskommen. Es ist wirklich die Kontinuität. Es ist bei allen anderen Sachen ja eigentlich auch. Es ist wirklich die Kontinuität. Am Ball bleiben, nicht aufhören. Wenn du auf YouTube erfolgreich werden willst, dann stell dich auf einen Marathon ein, auf eine sehr lange Reise. Nichts wird von heute auf morgen passieren. Ich kenne keinen YouTuber, wo das irgendwie passiert ist. Es gibt vielleicht irgendwie in der Musikbranche, irgendwie durch Castings oder so Sachen, wo Leute von heute auf morgen berühmt geworden sind. Aber ganz ehrlich, die haben vorher auch einen krassen Weg hinter sich gelegt. Die haben Vocal Coachings gemacht, die singen schon ihr ganzes Leben. Das wird dann immer auch vergessen, weil sie dann irgendwie immer nur diesen von heute auf morgen, wo es mal bei jemandem geklappt hat, aber der Weg dahin wird immer vergessen. Deswegen begebt euch wirklich auf eine Reise. Rechnet damit, dass die Reise vielleicht immer andauern wird, ja, oder auf jeden Fall sehr lange andauern wird und dass sie halt niemals aufhört. Und ich würde dabei auf jeden Fall die Ressourcen, eure Ressourcen dabei gut einteilen, wo wir beim Thema werden, wie viele Videos poste ich denn? Da geht wirklich in euch und fragt, wie viele Videos kann ich realistisch veröffentlichen? Und dann spielt nicht alle eure Energien aus und haut irgendwie 5 Wochen lang jede Woche 2 Videos raus, sondern macht lieber alle 10 Wochen eins oder alle 20 Wochen jede zweite Woche eins. Ist auch vollkommen okay. Diese Unsicherheit am Anfang ist total normal. Also ich kann mich erinnern, als ich anfangen wollte, YouTube zu drehen, Videos zu drehen und zu sprechen, ich habe mich ganz komisch gefühlt dabei. Ich habe es Danny gezeigt, Danny ist immer sehr ehrlich zu mir und dachte, das geht gar nicht und so, das bist nicht du und du redest, was machst du denn da so, ne? Du kommst nicht auf die Tee oder passiert irgendwie nicht so richtig was. Ich habe einfach sofort angefangen zu heulen. Das ist scheiße, ey. Ich lasse es einfach. Das macht keinen Sinn. So, ne? Das ist ganz normal. Und diese Ängste, die sind in jedem. So. Es sei denn, man ist halt irgendwie in einer Schauspielerfamilie aufgewachsen oder so, aber das sind die wenigsten. Das heißt, das ist ganz normal und das darf man sich eingestehen und das gehört dazu. Und hier hilft halt wirklich einfach das Üben vor der Kamera, sich das anzugucken, das
immer wieder zu machen, Sachen zu wiederholen, die Angst vor der Kamera zu verlieren, ja? Instagram Stories zu verwenden. Mir hat zum Beispiel damals Snapchat wahnsinnig dabei geholfen, in die Kamera zu sprechen. Weil du einfach erstmal hast immer eine kurze Abschnitte von ein paar Sekunden, dann siehst du dich auch noch, also hast auch noch die Möglichkeit, es vielleicht wieder zu löschen oder so, und kriegst halt sofort so ein Feedback von dir selbst. Und dadurch gewinnst du halt super an Souveränität und du gewöhnst dich einfach an die Kamera. Vor der Kamera sind natürlich Authentizität und Ehrlichkeit immer das Allerwichtigste. Und ich glaube, Leute sehen auch schnell, ob jemand irgendwie vorgibt, jemand zu sein oder ob er eben die Person ist, die er ist. Und ich glaube auch, dass man es nicht lange durchhält, anders zu sein. Und das heißt, trau dich halt wirklich, du selbst zu sein, weil die Leute werden dich einfach auch dafür lieben, wie du bist. Und die schalten ein, weil du bist, wer du bist und nicht, weil du irgendjemand anderes bist. Und du ziehst dann halt auch die Leute an, die zu dir passen. Davor, du redest halt über oder du versuchst, jemand zu sein, der du gar nicht bist, und ziehst auf einmal ja auch Leute an, die ganz anders sind als du. Und die willst du doch eigentlich auch gar nicht. So. Deswegen ist es wirklich das Allerwichtigste, erstmal zu seinem eigenen Kern zu finden, rauszufinden, okay, wer bin ich, was macht mich aus, bin ich eigentlich okay mit mir? Meine Frage wäre tatsächlich bezüglich der ganzen Community und Kommentare und sowas, nimmst du dir extra Zeiten am Tag, wo du sagst, okay, jetzt nehme ich mir 2 Stunden, um Kommentare zu beantworten, oder geht das gar nicht mehr, oder hast du dir Danny reingeholt, der unterstützt, oder wie schafft man das? Mhm. Also, weil ich merke es jetzt schon, ich habe ja gerade mal 7000, aber ich kann mir jetzt also das gar nicht vorstellen, was das für ein Ausmaß annimmt und wie man da hinterher bleibt, weil ja, wenn man eben auch sagt, so, man möchte die Community weiter aufrechterhalten, wie gehst du damit um und wie nimmst du dir die Zeit, dass man sich nicht verzettelt? Super gute Frage. Ich habe da nicht so die perfekte Lösung tatsächlich auch noch nicht für mich gefunden, weil ich es sehr, sehr schwierig finde, weil auch unterschiedlich viele Kommentare und so weiter kommen. Aber ich versuche zum Beispiel bei Videos, die für mich eine hohe Relevanz haben, wo ich weiß, okay, hier ist jetzt irgendwie Feedback benötigt, oder es sind besonders wichtige Fragen, wo ich sehe, okay, ich kann da jetzt wirklich helfen, oder ich kann da jetzt irgendwie jemand auffangen, zum Beispiel beim Yin-Yoga, wenn da jemand irgendwie emotional so ein bisschen aufgewühlt ist, ne? Dann weiß ich, okay, ich beantworte jetzt eher dieses Kommentar als irgendjemand, der mich irgendwie fragt, wo die Yogamatte her ist. Weil ich sage, okay, ich helfe jetzt mit meiner Antwort dem vielleicht viel mehr, der andere braucht nur mal ein bisschen recherchieren und findet die Yogamatte alleine. Aber wenn jemand da steht und sagt, hey, ich habe dein Hüftöffner-Video gemacht, ich habe irgendwie geheult, ich weiß nicht mehr, was los ist, ist das normal? So. Weil oftmals Leute gar nicht kennen, was es bedeutet, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Das kennen viele gar nicht, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, weil sie immer nur am Machen im Außen sind, und wenn man auf einmal so runterschraubt und mal nach innen guckt und vielleicht sieht, hey, was schlummert denn da eigentlich noch in mir, und sich so mal öffnet und dann auf einmal anfängt zu weinen oder so. Und wenn ich dann halt komme und sage, hey, pass auf, es ist normal, alles ist okay, vielleicht muss es einfach mal raus oder, dann denke ich, ist der Person mehr geholfen als der Person mit der Yogamatte. Was denkst du, für wen von uns macht YouTube Sinn? Also so am meisten sprechen mich eigentlich jetzt also auf Anhieb ihr beiden natürlich an. Bei Laura ist es ja eigentlich schon klar, ne? Weil es auch einfach, es gibt auch noch nicht so viele Frauen, die einfach fitnessmäßig auf YouTube unterwegs sind. Sprich, da ist noch wahnsinnig viel Raum. Und dann auch noch mit der Message, hey, du musst jetzt nicht irgendwie Size Zero tragen oder irgendwie die dünnsten Oberschenkel der Welt haben oder ein Sixpack haben, sondern einfach wirklich diese Freude dabei. Das ist was ich eigentlich so auch noch gar nicht kenne auf YouTube. Sprich, da kannst du auf jeden Fall dich krass positionieren. Hier sehe ich auf jeden Fall, also ich weiß natürlich nicht, was genau die Idee ist, aber was ich, glaube ich, richtig cool bei dir finde, ist halt wirklich dieser Ansatz, dass du Skills zeigst, dass du wirklich Tutorials machst, wie man, weil ich habe vorhin gesehen, wie du da zeigst mit deinem Stift und mit dem Illustrator. Ich finde es so krass, weil ich zum Beispiel, ich habe immer mit Illustrator gehadert, wo ich gerne können würde. Photoshop? Noch krasser, stimmt, du machst ja mit Photoshop noch. Stimmt, noch krasser, hallo? Erst illustrieren mit Photoshop, ja, wie krass. So aussieht. Ja, voll, voll. Ja. Voll. Also ich bin eigentlich in der Blase drin. Ja. Ich kenne etliche, die das auf Photoshop machen mit Tutorials und Speedpaintings. Ich kenne die meisten aus meinem Studium, die haben alle mit Illustrator gearbeitet und Photoshop halt als Fotobearbeitungsprogramm verwendet. Und Illustrator eben zum Illustrieren und InDesign eben zum Layouten. Das heißt, Ken hat auch gesagt, wieso machst du das nicht mit Illustrator? Ich mach das mit Photoshop, ja. Aber das Ding ist, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Okay, siehst du, ich möchte es eigentlich nicht an einem Live bringen, aber kann ich trotzdem diesen Wert auf YouTube erbringen, wenn ich keine Tutorials mache?
Das ist halt ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ja, ne? Also wenn du jemand anderem was erklärst, ist ein komplett anderes, als wenn du es für sie machst. Also das heißt, wenn du jetzt und auch die Zielgruppe, die du haben willst für die Meditationsbilder, das sind ja nicht die Zielgruppe, die das auch machen wollen, sondern die sind, keine Ahnung, also haben irgendeinen Job in ihrem Leben, irgendwas, worauf sie Bock haben, aber die wollen ja nicht alle das machen, was du machst. So. Die wollen es ja von dir diese Dienstleistung bekommen und es nicht selber lernen. So. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Das ist jetzt was anderes. Das ist was komplett anderes. Und deswegen, ich hätte super gerne YouTube gemacht, aber ich glaube, das mit den Tutorials ist nicht die Schiene, die ich hin möchte. Dann nicht. Und in was für einem Format? Also meinst du dann auch mit einer Art Meditation über beschreibten Duft oder wie meinst du das mit Achtsamkeit? Also zum einen zum Beispiel wirkliche DIYs, wie man die, oder erstmal überhaupt, was verschiedene Gerüche überhaupt machen. Ja? Mhm. Wo musst du die beitragen? Viele wissen das ja gar nicht, oder ich weiß auch gar nicht so viel. Und wenn mir jetzt jemand sagt, hey, wenn du ein Zitronengrasöl nimmst, dann steigert das irgendwie deine Produktivität, weil dies und jenes. Oder wenn du nicht einschlafen kannst, dann nimm Lavendel. Wenn du halt wirklich, du kannst ja von jedem einzelnen Öl, kannst du ja schon alleine die Benefits rausarbeiten und das in ein Video packen. Und dafür ist das schön. Also ich meine, ist das visuell? Ich habe da nämlich auch den Anspruch, dass ich mich nicht dahin stelle und irgendwie da über Lavendel die ganze Zeit. Nee, da kannst du dir Gedanken machen. Ja. Lavendel jetzt zum Beispiel. Du nimmst eine Lavendelpflanze, du suchst dir Farben raus, eine Ästhetik. Du kannst dir ja auch über Pinterest zum Beispiel erstmal super coole Moodboards erstellen. Und dann zeigst du einfach wirklich ästhetisch schöne Bilder, erklärst und bringst dann noch eine entspannte Musik, 2-3 Minuten pro Duft zum Beispiel. Mhm. Dann hat man ein schönes visuelles Erlebnis, was einen dann vielleicht auch noch entspannt. Mhm. Ja? Und du lernst nebenbei noch was. Ich glaube, jetzt hast du es geschafft. Ja. Das Leben als bekannte YouTuberin. Selfies machen, Fotos machen, Yoga-Fotos machen, sich freuen und Wissen teilen macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Wissen den Teilnehmern weiterhelfen konnte. Und ich bin schon total gespannt, was sie daraus machen, weil ich sehe hier ganz, ganz, ganz viel Potenzial. Ein schöner Mensch in einem schönen... Boah, das Bild finde ich richtig schön. Ja, es ist ja ein Overall, also ein bisschen... Genau. Wieder falsch gesagt. Ja, das ist jetzt eher was für die selbstbewusste Frau, für das Standesamt, dass man sich schön frei und selbstbewusst fühlt. Genau. Adrian von AM Production eingeladen. Adrian ist Videoproduzent, ist im Moment für die Talentschmiede tätig. Gerade wenn man dann in dem Bereich eben Online-Video ist, Videokurse darüber nachdenkt, ich kann es wirklich nur empfehlen, weil Videokurse im Vergleich, also Aufwand und der wahrgenommene Wert, ist in meinen Augen sehr, sehr gut. Also für ein E-Book wird online vielleicht 7-30 Euro bezahlt, für einen Online-Kurs schon viel, viel mehr, obwohl man vielleicht für die Strukturierung und die genaue Aufarbeitung und Layout und so weiter bei einem E-Book auch viel Zeit investieren muss und bei einem Videokurs natürlich anders Zeit investieren muss, aber dann doch mit seiner Zeit sozusagen ein in der Wahrnehmung auf jeden Fall höheres Produkt eben machen kann. Dieses One Thing in diesem Workshop vielleicht im Bereich Audio ist, nehmt Ton und Video getrennt voneinander auf. Ihr habt Kameras, die gut Bild aufnehmen können und natürlich haben sie vielleicht auch einen Audioeingang und vielleicht haben sie auch ein internes Mikrofon, alles gut, aber dafür sind sie nicht gemacht. Gerade günstigere Kameras sind dafür einfach nicht gemacht, Audio aufzunehmen. Das heißt, da brauchen wir externe Geräte, mit denen wir unser Ton aufnehmen. Was macht man das? Wir machen das entweder mit einem iPhone, wo ich auch schon Videos auf meinem YouTube-Channel habe, wie ich zum Beispiel den ganz normalen iPhone-Kopfhörer sozusagen zerschneide und dann eben als Mikrofon nutze. Oder eben sowas wie das Rode SmartLav Plus, was auch ein ultra geiles Mikrofon ist, was für 60 Euro, glaube ich, zu haben ist, 50, 60 Euro, da liegt das so rum. Und das ist so, so wertvoll, dieses Mikrofon, man hat so eine hohe Qualität. Und man steckt es einfach in sein Handy rein. Die App dazu heißt
Rode Reporter App. Da kann man dann eben entweder mit dem iPhone-Kopfhörer aufzeichnen oder eben auch mit dem Rode SmartLav Plus. Für eine Kamera oder sie noch nicht ausgeben will, noch nicht weiß, ich will erstmal so ein bisschen rumprobieren, würde ich eben sagen, das iPhone ist da die richtige Wahl oder eben auch das Android-Handy, um da mal reinzuschnuppern, und da würde ich eben die App Filmic Pro verwenden. Genau, die App Filmic Pro macht nämlich Folgendes: Sie ermöglicht es, dein Handy als professionelle Filmkamera zu benutzen. Das heißt, gleich gehe ich darauf ein, wie stelle ich eine Filmkamera ein, ja? Welche Werte muss ich einstellen, und das kann ich aber gar nicht, wenn ich eine normale Handykamera sozusagen benutze. Und dementsprechend empfehle ich da die App Filmic Pro und damit eben zu arbeiten und dann zu sagen, okay, hier kann ich jetzt konkret alle Einstellungen machen mit Filmic Pro und kann mein Handy sozusagen maximal ausreizen als Filmkamera. Bei dem Weißabgleich, wenn ich sage, ich mag es generell mehr, wenn es ein bisschen kühler ist, was würdest du da für einen Kelvin-Wert einstellen? Wenn ich sage, ich mag es gerne, wenn es halt eher ein bisschen kühler, das ganze Bild ein bisschen kühler aussieht. Wenn das ganze Bild kühler aussehen soll, dann muss der Kelvin-Wert niedriger werden. Okay, was ist da so ein, also du hast ja jetzt gerade 5400 gesagt, was wäre da so ein Wert, den ich einstellen könnte? Damit es trotzdem noch natürlich aussieht? Würde ich ein Stück weit probieren. Also würde ich ein Stück weit, es hängt dann immer auch von der Lichtquelle ab. Ja, also welchen Kelvin-Wert hat deine Lichtquelle? Bist du draußen? Hast du Mixed Sonnenlicht? Hast du eine Straßenlaterne neben dir? Das hängt unfassbar an der, an dem Kelvin-Wert, den das Licht um dich drumherum hat. Um dann eben die ganze Stimmung kühler zu machen, würde ich dann eben gucken und quasi den Kelvin-Wert runtersetzen bis zu einem Punkt, der dir eben sympathisch ist. Wenn du den quasi dir auch merken kannst und weißt, okay, wenn ich draußen filme, will ich eher einen kühleren Look haben, dann gehe ich eher so ein bisschen weiter runter. Dann kannst du vielleicht irgendwann auch einen Wert für dich, deine Kamera und die, und das normale Draußen-Setting finden, den du dann immer einstellen kannst. Wichtig ist auch, wenn du einen fixen Wert eingestellt hast, kannst du auch im Nachhinein das Bild noch ein bisschen kühler ziehen, ja, in Post-Production. Das heißt, das ist für dich ein Stück weit die Entscheidung, will ich das tatsächlich beim Dreh schon machen? Ich habe das gemacht, weil es eine krasse Differenz war, ja, also die Differenz zwischen strahlender Sonnenschein, das richtig belichten, und Blau-Mond-Szenario, da war eine riesen Lücke dazwischen. Wenn du aber sagst, ich will es nur ein bisschen bläulicher haben, als es normal schon ist, dann würde ich eher sagen, belichte es richtig und dann im Post-Production-Prozess kannst du noch ein bisschen bläulicher machen. Ich verspreche mich andauernd, ich sage auch andauernd irgendein Bullshit hier, aber ich korrigiere es direkt live, weil ihr auch live dabei seid. Das heißt, stellt euch vor, so wie ihr jetzt, eine Person ist live dabei, der ihr was erklärt. Dann macht es halt nochmal, dann erklärt ihr halt nochmal um Umwege herum, aber ihr lasst das ganze Ding durchlaufen und das zeigt ein Stück weit auch eure Person, euren Charakter. Ja, und niemand erwartet, dass ihr in den ersten Videos perfekt sprecht. Lasst den Kram einfach drinnen, ja. Erklärt es vielleicht nochmal neu von der anderen Seite oder sagt, oh Mist, jetzt habe ich mich total verquatscht. Eigentlich wollte ich es so erklären. Und dann könnt ihr im Edit immer noch sagen, okay, schmeiß ich raus, lasse ich drinnen. Aber versucht, den Faden zu behalten, versucht dieser Person, der Kamera, die Sache zu erklären, die ihr gerne erklären wollt, und fangt nicht die ganze Zeit wieder neu an. Ja, das bringt niemandem was, versucht es durchzuziehen und versucht lieber dann, okay, jetzt erziehe ich es durch und bin tatsächlich beim Ende angekommen, versucht dann lieber wieder von vorne komplett reinzustarten, das ganze Video wieder durchzuziehen und dann vielleicht nochmal von vorne reinzustarten und wieder durchzuziehen, dann habt ihr vielleicht eine Videozeit von insgesamt 15 Minuten aufgenommen, weil jedes Video 5 Minuten lang geht, aber ihr sitzt nicht da und habt das Gefühl, dass ihr nichts schafft, weil ihr immer wieder beim ersten Satz hängen bleibt. Also labert lieber das ganze Video durch, ja, und sagt danach, okay, jetzt probiere ich es nochmal, ja, anstatt eben zu sagen, stopp, das war nicht cool. Ja. Und da ist wirklich die Übung, auch mit Livestreams zu arbeiten. Ich mache das für mich auch. Ich habe die Video Hero Community, wo ich auch regelmäßig Livestreams mache zum Thema Videoproduktion. Und da versuche ich auch immer Content rauszuhauen. Und natürlich sage ich da mal, es ist nicht perfekt. Ja. Aber es ist halt eine Stunde Livestream. Es ist quasi hardcore vor der Kamera sein. Beim Videoschnitt ist es wichtig, erstmal zu überlegen oder auf den Gedanken zu kommen, dass man dem fertigen Video nicht ansieht, mit welchem Programm es geschnitten worden ist.
Man hört, welches Mikrofon man verwendet hat, man sieht, welches Licht man verwendet hat, man sieht, welche Kamera verwendet worden ist. Aber man sieht nicht, welches Schnittprogramm verwendet worden ist. Das heißt, ihr könnt das Schnittprogramm nutzen, was für euch den Prozess am einfachsten macht. Es kann euch niemand sagen, das Video ist scheiße, weil du hast ein schlechtes Schnittprogramm verwendet. Jeder kann euch sagen, hey, das Video ist scheiße, weil du hast schlechtes Licht oder du hast schlechten Ton. Aber niemand schreibt in die Kommentare, hey, du hast ein scheiß Schnittprogramm verwendet, deshalb ist das Video scheiße. So, das macht niemand, weil man es nicht sieht. Das bedeutet einfach, wenn ihr drüber nachdenkt, Schnittprogramm, denkt immer, was ist das Beste für mich? Wie schaffe ich es am sinnvollsten, am effizientesten von der vollen SD-Karte zum gut geklickten YouTube-Video? Ja, das ist der Prozess Post-Production, Videoschnitt. Und ich benutze nicht für alle Videos das gleiche Schnittprogramm. Klingt erstmal komisch. Ja, aber es ist einfach effizienter, je nachdem, was ich für ein Videoergebnis haben will, ein unterschiedliches Schnittprogramm zu nutzen. Ich nutze zum Beispiel auf dem Handy die App InShot. Dazu verlinke ich im Handout eine 14-teilige Videoserie, die jetzt auf meinem YouTube-Kanal online geht, weil ich die App wirklich richtig gut finde. Da kann man mit einem modernen Handy seine Videos schneiden. Man kann die quadratisch machen, man kann die hochkant machen, man kann daraus Stories machen, man kann daraus Instagram-Videos machen, man kann es für YouTube-Videos verwenden, Text reinbauen, Musik unterlegen, was weiß ich was. Das geht alles mit dieser App, wenn man weiß wie. Dementsprechend, das erkläre ich jetzt hier nicht in dem Workshop, aber guckt euch da einfach meine 14-teilige Videoserie an. Die geht jetzt demnächst online auf meinem YouTube-Kanal und da ist quasi der komplette Post-Production-Prozess abgebildet. Ich kann nur sagen, ich bin mega begeistert. Es war jetzt sehr anstrengend auf jeden Fall, weil wir einen sehr, sehr langen Tag hatten. Aber es hat sich mega gelohnt, dran zu bleiben. Ich bin jetzt voll mit Content und jetzt bin ich total motiviert, loszulegen. Und ja, es war irgendwie so die perfekte Kombi, dass ich erstmal bei dir den Livestream gemacht habe, das ganze Kamera-Equipment mit dir quasi besprochen habe. Auch nochmal danke dafür. Das klappt alles jetzt schon wunderbar hier. Und jetzt werde ich in den nächsten Tagen wirklich dann jetzt mal starten, mein erstes YouTube-Video aufzunehmen. Und dafür habe ich jetzt so viel geilen Input bekommen und werde jetzt den nächsten Tage mal rumprobieren und ausprobieren. Also tausend Dank für deinen ganzen Input. Okay, ihr Lieben, das war's von der heutigen Folge. Richtig schön, dass ihr mit dabei wart. Heute war Mehdi zu Besuch. Es war mega inspirierend, oder? Also ich fand's so, so geilen Input. Es hat mich so motiviert. Also mich persönlich, weil bei mir ja jetzt auch der Wechsel ansteht zu YouTube und ich konnte so viel mitnehmen. Jetzt gerade noch mit Adrian über Skype einen Workshop gehabt und ich bin jetzt overload an information, aber super pumped, jetzt loszulegen. Ja. Voller Video-Input heute. Also das war gerade nochmal eine Mega-Session mit Adrian. Alle Grundlagen abgedeckt. Wir sind jetzt fit, wir können loslegen. Ja, da merkt man auch, mal, wie krass es einfach ist, von Profis zu lernen und wie viel schneller das einen einfach voranbringt. Also ganz ehrlich, wer den Premium-Pass sich noch nicht geholt hat, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt für alle, die mit YouTube starten wollen. Also ich konnte heute so viel mitnehmen und bin echt mega gespannt, was in den nächsten Tagen hier passieren wird. Ihr seht, bei uns ist es nämlich schon dunkel. Also wir saßen von früh an. Und jetzt gibt es noch lecker Essen. Die Paula und die Rima, die werden uns heute reich bekochen. Yes. Und ja, ich glaube, wir freuen uns beide schon auf morgen. Ne? Voll. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Seid unbedingt mit dabei. Bye, bye. Wir hatten heute noch einen super Tag mit der Paula. Wir haben über Bloggen und SEO gesprochen. Es war so ein cooler Workshop. Weil Rico und ich sehr interessiert am Essen sind, Essen aller Art, haben wir uns einen Durian gekauft. Ja, steht auf meiner Bucketlist. Einmal im Leben Durian essen. Ein Durian ist eine Stinkefrucht und es gibt sogar hier Verkehrsschilder, zum Beispiel an Flughäfen und so, wo drauf steht Durian verboten. Nein. Doch, gibt's, hat mir jemand was? Oh, geil. Das heißt, ich habe gegoogelt, wie man das auch macht, und zwar hat er so eine Art Naht
Übrigens tut er richtig weh, wenn man ihn anlangt, weil er so spitz ist. Soll ich dir helfen? Nee, ich wollte es dir nur sagen. Okay, Durian, wo ist dein... Sieht sich aus wie eine Art, oder? Ja, ja, genau. Genau, und da soll man so ein bisschen reinsticheln. Ich denke, es wird noch mehr, wenn es aufgeht. Ich glaube schon. Ich weiß nicht genau. Oh, es geht eigentlich recht smooth. Ich dachte, irgendwie ist es härter. Also ich habe schon so oft gehört, es soll halt bestialisch stinken, aber enorm gut schmecken. Und ich hoffe einfach mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber irgendwie habe ich es auch gehört. Oh, ich rieche jetzt schon. Und du ziehst auf der einen Seite, ich auf der anderen. Oh. Oder so. Wow. Okay, so sieht also ein Durian aus von innen. Oh, es tut so weh, das Antaschen anscheinend. Oh, es geht. Okay. Es geht total. Isst man das jetzt mit dem Löffel oder nimmt man das aber mit dem Finger raus? Ich würde es jetzt mit dem Finger rausnehmen, so wie Jack. Das ist cremig! So wie Jackfruit. Und das schmeckt nach Zwiebeln. Hast du es jetzt schon gekostet? Abgeleckt. Es ist okay. Ja. Oh mein Gott. Also ich habe es auf jeden Fall... Es schmeckt irgendwie wie Kaugummi mit Zwiebeln. Oder? Es schmeckt nicht. Ja, es schmeckt nicht, aber es hat... Es schmeckt wirklich irgendwie nach Kaugummi. Also irgendwie schmeckt es nach einer Mischung aus Bubblegum und... Also es schmeckt nicht süß. Echt, findest du nicht? Ich finde, es schmeckt schon süß. Schmeckt dir das? Nee, also es schmeckt mir nicht, aber es...